War das noch eine alte Übertragung? Ja, von derselben Quelle. Wir können sie immer noch nicht dekodieren. Aber mit ein paar mehr Übertragungen könnte ich den Ursprung triangulieren. Sind Minen ausgelegt. Okay, ich habe die Übertragungsquelle gefunden. Sie ist auf Akiva, ein Landeplatz im Dschungel. Oh, seltsam. Laut Nacht ist da nichts. Nein, in der Tat. Sehr eigenartig. Oh, wahrscheinlich sehen wir bei der Landung, ob da was ist. Kalibriere Hyperantrieb. Das war's hoffentlich. Hau drauf. Wo sind wir gerade? Sieht wie ein altes Funkrelais aus. Die ganzen Übertragungen müssen hier rüber gelaufen sein. Gibt es Spuren des Signals? Ich denke, wir sind ein paar Jahrzehnte zu spät. Aber ich habe noch so einen Droiden wie dich gefunden. Er ist defekt. Ich bin nicht defekt. Wer schickt sie? Oh, hallo? Wer schickt sie? Kay, sag ihm, du gehörst zu den KUS-Spezialkräften. Ich bin von den KUS-Spezialkräften. Ich will dir helfen. Ihr BX-Einheit. Kennzeichnung MT-7. Hilfe benötigt. Aufklärungsmission unvollständig. Motivator inaktiv. Kommunikation inaktiv. Einheit verstreut durch Grenzen. Der Rest deiner Einheit ist draußen im Dschungel? Aufklärung. Kriegsentscheidende Informationen. Die Mission muss abgeschlossen werden. Ich bin kein Monsun. Sie wollen helfen. Alles gut. Das wird schon wieder. Beenden wir deine Mission, ja? Ich bin nicht defekt. Der Dschungel ist zu groß, um ihn zu durchsuchen. Vielleicht findet sich noch was am Landeplatz. Ich schaue mich mal um. Gut mitgedacht übrigens. Was ist KUS? Ah, du scheinst nicht viel über die Klonkriege zu wissen. Klonkriege? Du meinst, der war 25 Jahre lang hier draußen? Ich habe das schon bei BX-Einheiten gesehen, die ihre Mission nicht abschließen können. Sie fixieren sich darauf und verlieren jeden Sinn für Raum und Zeit. Er denkt sicher, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Wir sind vermutlich die Einzigen, die ihm jetzt helfen können.
Wonach genau suche ich? Nach einem gesicherten Raum oder Bereich. Die Separatisten halten Informationen immer unter Verschluss. Wir haben ein gesichertes Gelände gefunden, aber die Tür hat keinen Strom. Die Notfallgeneratoren halten laut Spezifikation um die 30 Zyklen. Suche nach einem. Ich brauche noch mehr Energie. Hier steht, dass sie zum Blutbaum sind, aber viel genauer wird's nicht. Hey, MT7, wonach genau hat deine Einheit gesucht? Kriegsentscheidende Informationen. Versteckt. Feindpositionen. Monsi, die Mission muss abgeschlossen werden. Ich bin nicht defekt. Der Baum steht viel zu exponiert. Aber ich sehe Höhlen auf den Geokarten des Planeten nicht allzu weit Richtung Süden. Wenn der Droide in diesem Sturm deaktiviert wurde, ist er bestimmt noch dort. Klar. Wie geht's dir mit all dem? Viele Droiden sind im Krieg gestorben, Kay. Bist du bereit? Schon!
Das war's. Nix, geh in Deckung. Nix gut. Der letzte ging anscheinend in den Dschungel. Irgendwo westlich von Sashin. In so einem Gelände kann einem Droiden viel zustoßen. Könnte schwer zu finden sein. Also, hast du viel gekämpft? In den Klonkriegen? Ja. Gegen wen hast du gekämpft? Gegen jeden, den die Befehle vorschrieben. Ich wurde konstruiert, um zu gehorchen und zu zerstören. Das Weshalb war nicht relevant. Das ist für Organische manchmal schwer zu verstehen. Verstehe. Na schön, ich bin westlich von Sashin. Und jetzt? Die Einheit von MT-7 war auf einer Aufklärungsmission. Sie würden nicht offen im Dschungel operieren. Na, also suche ich... Noch eine Basis? Eine gut versteckte. Du solltest die Ayako-Ruinen in der Nähe auskundschaften. Ah, sieht aus, als wäre der Eingang eingestürzt. Kürzlich? Ach, schätze schon. Ich suche einen anderen Weg. Hey, warst du auch so wie MT-7 damals im Krieg? Wir sind wie alle anderen, Kay. Dazu wurden wir konstruiert. Noch ein Teil der Einheit. Gut, dass er nicht komplett zerstört ist. Okay, hier sind alle Infos deines Trupps. Empfangen. Übertrage. Warte. Warte. Dschungel. Warte. Übertragung fehlgeschlagen. Satellit fehlgeschlagen. Die Mission darf nicht fehlschlagen. Ich habe ein Schiff. Ich werde euren Satelliten finden, ja? Die Mission wird nicht scheitern. Unbeschadet zurück. Hey, Andy. Keine Zeit verlieren, Andy 5. Bestätigt, Kay.
Unter schwerem Beschuss. Es ist ein KUS-Satellit. Beschädigt, aber er sollte noch senden. NT7, kannst du uns da unten hören? Etwas stört das Signal. Da, Störsender. 5 Stück. Seltsam. Diese blinkenden Dinger, ja? Stammen die noch aus den Klonkriegen? Viel Jünger. Wir müssen sie zerstören, damit die Satellitenübertragung wieder funktioniert. Und das ist unser Gebiet! Verschwindet oder zuhört. MT7 verdient ein passenderes Ende, Kay. Ich weiß. Bescheren wir ihm eins. Bis bald, Andy. Ich warte hier. Da ist der, Kommandeur. Vielen Dank, Leutnant Vess. Einheit MT7. Ich bin Kommandeur ND5 der KUS-Droidenarmee. Kommandeur, ich kann nicht salutieren. Nicht nötig. Ihre Mission war erfolgreich. Das Signal ist angekommen. General Grievous hat mich geschickt, um Sie persönlich zu belobigen. Gut gemacht. Verstanden. Erlaubnis offen zu sprechen? Erteilt. Ich bin defekt. Ja. Sie waren lange Zeit im Einsatz. Nehmen Sie mein Dekodiermodul, damit es nicht in feindliche Hände fällt. Ich nehme es. MT7, Sie können demobilisieren. Vielen Dank, Sir.
Leutnant Wes. Daran könnte ich mich gewöhnen. Du würdest es keine 5 Minuten durchstehen. Du hast ein Dekodiermodul erwähnt, um uns die ganzen Übertragungen anzuhören, oder? Geht das hier? Ja. Wir können sie uns jetzt alle anhören. Und wir könnten noch mehr finden. Dann suchen wir weiter. Hey, alles gut, Andy? Ja, warum auch nicht? Na klar.